Nördlich der Donau liegt das Waldviertel. Seinen Reichtum macht neben den Wäldern das Wasser aus. Schon Kaiserin Maria Theresia förderte deshalb die Teichwirtschaft. Ein Karpfen aus dem Waldviertel ist für den Wiener der klassische Weihnachtsschmaus. Burg Heidenreichstein befindet sich noch immer im Besitz der alten Adelsfamilie Kinsky. Dem Gemäuer zu Füßen liegt, groß wie ein See, der Bruneiteich. Ende Oktober wird er abgelassen und sieht ziemlich mickrig aus. Fischer staken über die verbliebenen Tümpel und treiben die Karpfen mit Schleppnetzen immer enger zusammen. Am Ende kocht das Wasser vom Gewimmel der Fische. Dieses Abfischen ist ein altes Ritual, das seit Jahrhunderten Schaulustige anlockt. Die Karpfen werden nach dem Fang in Bassins gehalten und stehen den ganzen Winter über auf der Speisekarte. Wegen ihrer natürlichen Aufzucht werden Waldviertler Karpfen von den Feinschmeckern geschätzt. Die Fische ernähren sich vorwiegend vom Plankton des Teichs. Nur ganz wenig wird heimisches Getreide zugefüttert. Das merkt man am Geschmack und dem fettarmen Fleisch. An Ständen kann man die Leckerbissen probieren. Geräuchertes Filet, Pastete oder eine feurige Fischsuppe. Der Karpfen schmeckt nicht nur blau oder gebacken, vorzüglich. Still ruht der See am anderen Tage. Nur die Schilfkolben schicken ihre Samen auf die Reise. Und leise plätschernd kehrt das Wasser zurück. Uns aber zieht der Appetit in diesen schönen Gasthof in Schrems. Hartnäckig verfolgt die Karpfen der Ruf, sie seien wegen ihrer Gräten schwierig zu essen. Das bestreitet die Wirtin Maria Schönauer entschieden. Eine Spezialität im Waldviertel ist der geschröpfte Karpfen. Schröpfen heißt, beim Filet in kurzen Abständen einschneiden. Somit werden die Gräten zerkleinert und man spürt sie nicht beim Essen. Aber das wird Ihnen mein Mann in der Küche gleich zeigen. Wir servieren dazu einen Erdäpfelsalat mit Roggenbieressig und trinken dazu ein Schremser Roggenbier, weil es einfach gut dazu passt und gut schmeckt. Prost! Darin hat Alexander Schönauer schon Übung. Millimetergenau setzt er die Schnitte, um die lästigen Gräten zu zerkrümeln. Dann wird das Filet gesalzen und in Mehl gewendet. Aus Eiern, Bier und ein wenig Mehl hat der Wirt einen flüssigen Teig gerührt. In diesem Mantel werden die Karpfenstücke nun rösch ausgebacken. Was könnte dazu besser passen als ein Erdäpfelsalat? Pikant angemacht, mit roten Zwiebeln, Salz und Pfeffer, etwas Roggenbieressig und Waldviertler Rapsöl. Noch einmal umgerührt, schon ist dieser Klassiker fertig. Mit Schnittlauch geschmückt warten die Erdäpfel nun auf die goldbraunen Karpfenschnitten. Sehen sie nicht zum Anbeißen aus, die kulinarischen Botschafter des Waldviertels.